Ich will, dass jede Person individuelle, professionelle Hilfe bekommt. Ich bin Elisabeth Sauter, bin 24 Jahre alt und studiere einen Master Psychologie mit den Schwerpunkten klinische Psychologie und Wirtschaft und Arbeit. Ich habe meinen Bachelor schon in Eichstätt gemacht und ich fühle mich einfach unglaublich wohl. Ich mag die familiäre Atmosphäre und die kleinen Kursgrößen. Und nebenbei habe ich auch noch extrem viele Möglichkeiten, mich außerhalb vom Studium sozial ehrenamtlich zu engagieren. Ich bin nebenbei im Fakultätsrat von der Philosophisch-Pädagogischen Fakultät, im studentischen Konvent und ich leite den Arbeitskreis Mental Health Awareness. Im Arbeitskreis kann ich Leuten helfen, die professionelle Unterstützung suchen, aber nicht wissen, wo sie die bekommen. Kann ich Möglichkeiten aufzeigen, die es gibt und wir gucken da auch nicht nach. Wir fragen genauer nach, wo die herkommen, ob die studieren oder nicht, wie alt die sind. Das spielt für mich da keine Rolle. Und das hat mich auch motiviert, Psychologie zu studieren und später Therapeutin zu werden, um den Menschen genau das zu geben, was sie benötigen. Ich interessiere mich für Menschen besonders für das, was von außen nicht sichtbar ist, wo man vielleicht auch mal genauer nachfragen muss, genauer hinschauen muss. Und das ist in der Psychologie besonders wichtig, genauso wie meine Einstellung, dass ich jeder Person wertschätzend, empathisch und neutral begegnen sollte. Ich mache momentan ein Seminar im Klinikum Ingolstadt und das ist unglaublich spannend, weil wir immer PatientInnen vorgestellt bekommen und auch direkt in Kontakt mit denen treten können, die Geschichten erfahren. Und das ist unglaublich wertvoll, auch unisonar an den PatientInnen zu haben. In meinem Studium lerne ich nicht nur das Fachwissen, sondern auch entweder durch Rollenspiele oder durch direkten Kontakt zu PatientInnen die Kommunikation mit suchtkranken Menschen, mit Menschen mit einer Psychose, mit Menschen mit einer Depression. Und das ist auf jeden Fall eine gute Vorbereitung auf meinen Berufsalltag später. Am liebsten möchte ich später in einer Klinik arbeiten mit einem multiprofessionellen Team, um sich auch mit Ärztinnen, ErgotherapeutInnen auszutauschen und andere Blicke auf Sachen zu bekommen. Das finde ich spannender, als ambulant allein in der Praxis zu sein. In meiner Traumzukunft möchte ich Menschen mit psychischen Erkrankungen auf ihrem Weg begleiten und ihnen helfen. Und dazu mache ich dann auch noch nach meinem Studium die Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Mich faszinieren besonders neue Therapieansätze, um Menschen langfristig zu helfen und verhindern, dass man später wieder krank wird.